Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Deus Ex Mankind Divided. Wir befinden uns noch im Tarngeschäft der Task Force 29 und werden uns jetzt auf der Suche nach einem unserer Kollegen in das Red Queen, in das Puff begeben. Da waren wir ja schon, aber da gibt's wohl noch mal ein bisschen was zu tun. Adam, Janus hat sich das NSN-Gespräch angehört. Er ist auch für ein Treffen. Gut. Sag mir nur wo. Auf dem Hauptplatz gibt es ein verlassenes Touristeninformationszentrum. Achte darauf, dass dir niemand folgt. Und ich habe Informationen über Marchenko für dich. Die Details sind auf einem PDA am Treffpunkt. Such nach einem Abfalleimer mit einer Kreidemarkierung darüber. In der Nähe der U-Bahn. Okay. Okay, das ist natürlich auch interessant. Den guten Janus wollten wir ja auch mal treffen. Aber damit ich jetzt hier nicht komplett durcheinander komme mit all dem, werde ich mich jetzt mal hier mit Black ist weg beschäftigen. Eins nach dem anderen. Nein, ich will da jetzt nicht hin. Junge, ich möchte diese Mission hier machen. Hier, das will ich machen. So. Erdgeschoss. Ja, hier ist der interessante Ort. Und hier ist das Red Queen. Okay. Apartments. Okay. Na, mal gucken. Ich gucke jetzt mal eben kurz in dem Lagerraum hier im Hof. Ich hoffe ja, dass ich da jetzt rankomme. Das wäre jetzt ziemlich cool, wenn ich jetzt bei Blacks Krempel noch was finden würde. Okay, ihr steht hier immer noch rum. Armen Schweine. Hier sind Augmentierungen verboten. Nein, sind sie nicht. Stellt euch mal nicht so an. So, ist das vielleicht das hier? Ich fände es ja cool. Ja, geil. 6, 3, 5, 4. Immer schön aufmachen. Vincent Blacks geheimes Lager. Tata. Es lohnt sich, die Dinger echt zu hacken hier. Gucken wir mal. Cratchip. Sehr schön. Was haben wir hier Schönes? Eine Knarre. EMP-Pistolenmunition. Das könnten wir vielleicht nochmal brauchen. Sehr viel Alkohol. Archivierungskisten. Was ist das? Ach, noch Alkohol. Nee, das brauchen wir eigentlich nicht. Wie, das war jetzt alles? Boah, das finde ich aber richtig fies. So, was hat er hier an der Wand hängen? Irgendwelche Sachen, die ich echt nicht lesen kann. Okay. Schade, also ich hatte gehofft, dass hier irgendwie noch ein bisschen was Sinnvolleres drin wäre, außer unglaublich viel Alkohol, aber naja. Ey, taktische Schrotflinte. Nee, die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich will die ja nicht verkaufen oder so. Ich gebe zu, ich hatte irgendwie auf Teile gehofft oder sowas, aber nee, das sieht schlecht aus. Gucken wir uns nochmal. Ah, doch, da unten sind welche. Sehr fein. 40 sogar. Oh, das ist schön. Gut, dafür hat sich's dann doch gelohnt. Tja, Mr. Black, Ihr kleines Lager wurde soeben ausgeräubert. Muhaha. Wieder ein Rätsel gelöst. Das gefällt mir. Finde ich gut. So, dann müssen wir jetzt aber zurück in Richtung Red Queen. Hopsa. Ja, wir sind ein bisschen kreativ. Wir benutzen keine Türen. Wir gehen immer über irgendwelche Mauern. Die ganze Polizei ist korrupt. Aber dafür, dass es hier so gefährlich ist, sind sehr, sehr viele Leute nachts unterwegs. Das finde ich echt faszinierend. Und seien wir ehrlich. Wie bitte? Der Blick. Das Wasser. Ich bin gerne hier und höre den Wellen zu, wenn sie gegen die Mauer schlagen. Sehr entspannend. Vermutlich. Ist mir noch nicht aufgefallen. Okay. Die gucken alle immer auf ihre Smartphones. Aber hey, der Blick ist schon wirklich sehr toll. Muss man sich
mal sie gefallen lassen. Nun ja, aber wir haben ja noch ein bisschen was vor. Wir müssen ja noch arbeiten hier. Ganz viel. Was zur Hölle? Okay. Ich habe dich gefunden. What? Musst du mich finden, Adam. Bitte, Hilfe. Wir sind der Polizei zahlenmäßig überlegen. Wir sollten uns wehren. Okay. Hoffentlich bleibt alles ruhig. Ach du Scheiße. Okay, jetzt sprechen sogar schon Werbetafeln oder Stadtpläne mit mir. Ich glaube, der Job tut Adam Jensen nicht gut. Wir sollten uns wehren. Ich kooperiere. Keine gute Idee, Junge. Such dir hier mal keinen Stress aus. Okay. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Ich will nichts mehr von Ihnen hören. Okay. Nicht sehr nett. Also gehen wir nochmal rein. Huch. Ich sollte hier vielleicht einfach mal die Treppe benutzen. Das wäre schon sehr hilfreich. Ui, wei. So. Klong, 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 klong. Was darf ich Ihnen bringen? Keine Jamila? Meine Lieblingsfarbe ist schwarz. Und Ihre? Sind Sie Vincent Black? Ich bin's, Dobromila. Bitte, Sie... Nein, Sie sind zu... Es tut mir leid, ich habe mich geirrt. Ich warte auf jemanden. Was nehme ich denn da? Tue ich so, als wäre ich Vincent Black? Das fällt doch auf. Also, scheiße. Ich bin echt kein guter Geheimagent. Was nehme ich denn jetzt hier? Halten Sie es für klug, an einem Ort wie diesem meinen Namen laut zu sagen? Sie sind es also. Diskretion, natürlich. Tut mir leid. Aber es war Ihre großartige Idee, sich ausgerechnet hier zu treffen. Nicht gerade der sicherste Ort in Prag, um... Sie hatten bei Ihrer Beschreibung nicht erwähnt, dass Sie augmentiert sind. Welchen Unterschied macht das? Keinen, denke ich. Und, ich will Sie nicht anstarren, aber Ihr Äußeres passt nicht zu Ihrem Ruf. Mein Ruf? Ein Mann weiß nicht immer, was die Leute über ihn sagen. Was haben Sie sonst noch gehört? Man misstraut Ihnen. Sie sind jedermanns Feind und jedermanns Freund. Und man sagt, Sie gehören zu den wenigen, die den Mut haben, die Dwellys als das zu entlarven, was sie wirklich sind. Ich kann Ihnen helfen, aber vorher muss ich wissen, dass ich Ihnen trauen kann. Welches Problem haben Sie genau? Sie wissen, welches Problem ich habe. Mein Mann, Vlasta, die Operation, die Sie untersuchen. Kommen Sie näher und küssen Sie meinen Hals. What? Ihr Mann leitet eine Dwelly-Operation. Ich nehme an, hier sind Leute, die wissen, wer er ist. Wird es nicht Aufmerksamkeit erregen, wenn ich seine Frau küsse? Flirten ist okay. Das erwarten Sie. Er betrügt mich, ich betrüge ihn. Aber seine Geschäfte sind eine andere Sache. Wir müssen diskret sein, Schätzchen. Bitte, ich sage alles, was ich weiß. Was Sie wollen. Aber nicht hier. Jetzt ist keine Zeit für Fragen. Sie verstehen? Okay. Ich muss wissen, mit wem Sie über mich gesprochen haben. Weiß sonst noch jemand von diesem Treffen? Wir müssen diskret sein. Was verstehen Sie daran nicht? Den Teil, in dem ich die Antworten bekomme, die ich brauche. Ich will mich absichern. Wieso absichern? Bitte, es gibt Mut und es gibt Selbstmord.
wir sollten uns nicht so unterhalten. Nicht hier. Wo sollten wir uns dann unterhalten? Oh, Schätzchen. Sie sagen so schöne Sachen zu mir. Ich kann Sie hier rausbringen. Ihnen passiert nichts. Nein. Ich will nicht, dass Sie uns zusammen sehen. Bitte. Ich reise heute Nacht mit dem Zug ab. Es gibt einen ruhigen Hof an den Gleisen in Pschekaschka. Gehen Sie vor, wir treffen uns dort. Sie bekommen von mir alle Informationen, die Sie brauchen. Kommen Sie bis dahin allein zurecht? Ich habe jahrelang die Ehe mit diesem Mann überlebt. Da schaffe ich auch diese Nacht. Ich komme klar. Ich brauche nur noch einen Drink, um Mut zu kriegen und die Zunge zu lösen. Wir sehen uns bald wieder. Versprochen. Also irgendwie habe ich die Befürchtung, dass die Sache so richtig schief geht. Vor allem die beiden Jungs, die hier standen, die sind weg. Die Sache geht doch, das geht doch in die Hose, Leute. Das geht doch sowas von in die Hose. Ah, verdammt. Gehen Sie weiter. Hey, neulich wolltest du dich noch an mich verkaufen, Mädchen. Warum jetzt plötzlich so zickig? Mensch, ich bin doch Jensen, der sexy Augmentierte. Ah, oh Mann. Hey, die Musik läuft nicht mehr. Schade. Die war gut. Oder zumindest hat sie zu dem Laden hier gut gepasst. Ich hab gesagt, sie ist ein Problem. Und was machen Sie mit... Was Sie machen ist... Du weißt schon, Sie mich kein Wort mehr Scheiße. Zu niemandem. Es ist klar, was zu tun ist. Oh oh. Sind das nicht die beiden Freaks, die oben auf diesem... Die standen doch oben auf dem Balkon, oder? Aha. Ich würde mal wetten, dass das der guten Jamila nicht gut tun wird, dass sie mit mir geredet hat. Ah, fuck. Nun ja. Na? Wie wär's mit uns beiden? Alles erlaubt, Baby. Wenn du die nötigen Credits hast. Oh, die Credits habe ich. Alles ist möglich, Schätzchen. Wenn du die nötigen Credits hast. Oh, Mann. Die Lara, sind Sie da? Was gibt's, Adam? Haben Sie etwas Neues über Vince? Ich habe gerade mit seinem Kontakt gesprochen. Eine Frau, von der er Infos über eine Operation der Dwellys wollte. Aber er ist nie aufgetaucht. Ich habe ein schlechtes Gefühl, Adam. Tun Sie Ihr Möglichstes, um seine Spur aufzunehmen. Hoffentlich ist er okay. Okay. Verdammter Opti. Ey. Nicht so unfreundlich. Was gucken Sie denn so grimmig? Sie haben gehört, dass Rucker tot ist, was? Tja, ich für meinen Teil weine einem toten Terroristen keine Träne nach. Okay. Vielleicht kann ich hier im... Nix drin, verdammt. Och Mann. Das finde ich so unfair. Warum gibt es hier nie coole Sachen? So. Nochmal quer durch Prag. Aber es gibt hier schon echt schöne Ecken. Oh, was ist denn das hier Hübsches? Noch mehr Lager. Sind hier irgendwo Polizisten? Nee, hier sind keine. Schauen wir doch mal, wie krass die Dinger hier gesichert sind. Oh, das geht sogar. Und das hier? 5. Okay, ja gut, lass mal das. Aber das hier könnte ich vielleicht aufkriegen. Sind hier irgendwo Polizisten? Nee, sind sie nicht. Ich probiere es einfach mal. Wenn wir hier schon dran stehen. Hacken. So, wo muss ich denn hier hin? Oh Gott. Ich muss hier in zwei Richtungen, so wie es aussieht. Ach du Scheiße. Okay. Das wäre ja ein bisschen zu leicht sonst. Gucken wir doch mal, was es hier Schönes gibt.
Oh, gleich mal ein bisschen Hacking-Kram. Wow, das ist offensichtlich ein Hackerlager hier. Und ein PDA, geil. Schauen wir doch gleich mal rein. So, mrcrown@genmail.mail. Die Lieferung von Kosinski kommt am frühen Morgen rein, also sieh zu, dass Blue die richtige Kiste mitnimmt. Und noch etwas, Igor und die Jungs holen die Ware erst am Wochenende ab. Also stell keine Fragen, kassier den doppelten Anteil und bring ihn zur Bar, sobald du in Prag bist. Den Rest kannst du wie üblich am Freitag abliefern. Der Code für das Tastenfeld wird erst am Montag geändert. Er ist also immer noch 0610. Alles Weitere erkläre ich dir, wenn wir uns sehen. Okay. Bring ihn zur Bar. Also wir haben jetzt hier einen Code gekriegt, aber ich habe absolut keine Ahnung, wofür der ist. Aber das ist ja jetzt egal. Scheint wohl hier alles zu einer Bar zu gehören. So die Hocker und so weiter. Ist hier denn hier in der Nähe eine Bar? Ist das hier? Ich mache auf jeden Fall erstmal die Tür wieder zu. Da kann man nur leider nicht rein. Schade. Naja, wir widmen uns jetzt einfach mal unserer Arbeit hier. Tun so, als werden wir mal etwas Sinnvolles tun. Holla. Oh, hier sieht's echt übel aus. So, ich muss auf jeden Fall jetzt... Ach, das ist die Ecke mit dem Brand, okay. Ich muss hier runter. Da wollte ich doch gar nicht hin. Ach, Mann. Ich wollte zu dem anderen Ding. Nein, ich will nicht mit Janice treffen. Das ist doch echt... Da. Da will ich hin. Huch. Erschreck mich doch nicht so. So. Ich nehme dann wieder mal brav die AUG-Seite. Was? Ich bin noch in die AUG-Seite gegangen. Motz nicht rum. Echt jetzt. Hast du schon gehört? Lazarus sagt, die Illuminaten. So, dann gucken wir doch mal, was wir hier Schönes finden werden. Ich muss nach Bahnhof Kapeckbrunnen, wie es aussieht. Ja. Hey, bin ich jetzt mal gespannt. Dumm. Und es sitzen wieder dieselben armseligen Gestalten hier im Waggon drin, die irgendwie ihr Bierchen zischen und frustriert aussehen, auch mitten in der Nacht. Ist okay, Jungs. Jensen ganz unbewegt, die Arme verschränkt. Mit euch habe ich nichts zu tun. Ihr könntet mir wenigstens mal ein Bier abgeben. Nee, dann mag ich euch auch nicht. Oder eine Pizza. Ich habe ihn ja bisher noch nie bei irgendwelchen normalen Tätigkeiten erlebt. Er isst nicht, er trinkt nicht. Er wollte noch nicht mal Dobromila küssen. So, das ist ja auch irgendwie so ein ziemlich kaputter Bahnhof hier. So, mal gucken, wo ich da jetzt hin muss. Hier ist der AUG-Ausgang. Boah, ich finde diesen Stacheldraht einfach so hart. Gute Frau, laut Ihrer Papiere dürfen Sie sich derzeit nur im Chikashka-Viertel aufhalten. Gut, tut mir leid, aber ich kann Sie nicht durchlassen. Okay, wo müssen wir denn jetzt hier lang? Alter! Warum sind die Straßen wohl so leer? Das wird ja immer krasser hier. Keine Bewegung. Ich sagte, keine Bewegung. Wow. Dummheit schützt vor Strafe nicht. Okay. Da möchte man eigentlich gar nicht hingehen. Oh.
Okay. Da kommt die gute Dobromila, oder? Ist sie das? Hat die ihre Haarfarbe geändert? Nee, es ist immer noch blond. Es sah nur so aus. Ich würde mal stark wetten, dass die Jungs hier irgendwie noch mit dazukommen. Ja, das sieht stark danach aus. Ach, fuck. Okay. Da habe ich nicht schnell genug reagiert. Ich war zu weit weg. Okay, das probieren wir nochmal. Nee, das machen wir nicht nochmal so. Das waren doch original diese Freaks von vor dem Red Queen. Definitiv, die wollen die Mädel an die Jacke. Huch. So. So. Okay, die Nummer haben wir erledigt. Ich hoffe mal, da kommt jetzt nicht noch jemand. Oh, er hat ein PDA. Das ist ja schon mal nett. So, Kumpel, dich. Und dich. Oh, du hast Schmerzmittel, okay. Ich lasse mir hier doch nicht meine Informanten irgendwie wegschmeißen. So, du darfst hier in der Ecke ein bisschen pennen. Upsa. Du darfst mitmachen. Ihr seid Heckenpenner, da gehört ihr auch hin. Und nochmal eine hübsche Kiste davor. Okay, das sieht ziemlich bescheuert aus, wahrscheinlich. So, wir stellen hier nochmal so eine dekorative Mülltonne hin. Upsa. Okay, das geht so nicht. Egal. Ich will hier nur aufräumen. Ah, so geil. Ja. Hallo, Dobromila. Lass uns doch mal eine Runde reden. Dieser Mistkerl! Dieses blutrünstige Stück Scheiße! Sind Sie okay? Er hat sie geschickt, um mich zu töten. Ich weiß zwar, was für eine Art von Mann er ist, aber diese Tiere auf mich hetzen. Ich hab's ihnen schon im Club gesagt. Wir müssen diskret sein. Sind Sie sicher, dass er die geschickt hat? Wer sonst? Vlester ist kein guter Mensch. Er schmuggelt Waffen, Drogen, Huren, was sie wollen. Und alles geht nach Osten. Jetzt ist klar, dass er weiß, dass ich es weiß. Ich habe die Adresse des Lagers, in dem alles liegt, und den Code, um reinzukommen. Ich soll also die Schmuggeloperation Ihres Mannes hochnehmen. Ich will, dass Sie Ihren Teil des Deals erfüllen. Ich gebe Ihnen die Informationen und Sie bezahlen mein Ticket raus aus Prag. Ich muss Vlester noch heute verlassen. Ich habe keine andere Wahl mehr. Okay. Wenn man sich diese Männer ansieht und bedenkt, wie sie uns angegriffen haben, sind sie in größerer Gefahr, als sie dachten. Keine Sorge, ich werde vorsichtig sein. Und Sie sollten es auch sein. Außerdem bin ich in einer Stunde nicht mehr in Prag und Vlester sieht mich nie wieder. Falls Sie bezahlen können. Wie bezahlen? Aha. Ich muss mehr darüber erfahren, mit wem Sie über mich gesprochen haben. Diese Dinge, die Sie gehört haben, diese Informationen müssen von irgendwoher kommen. Also, das meiste kam von Vlester. Keinen Namen verflucht mein Mann öfter als Ihren. Und mein Mann flucht viel. Ihr Mann und ich scheinen enge Freunde zu sein. Ich gebe zu, ich hatte ein wenig Angst. Ich habe mir gesagt, der Feind meines Mannes ist mein Freund. Aber einiges von dem, was ich gehört habe, klang nicht sehr vertrauenswürdig. Aber jetzt, wo ich Sie kenne, denke ich, dass das alles nicht wahr ist. Was zum Beispiel? Naja, so wie seine Männer von Ihnen reden, dass Sie zu allem fähig wären, jeden hintergehen würden, solange es Ihren Zielen dient.
als sie mich baten, sie ausgerechnet im Red Queen zu treffen. Und als ich die Männer sah, die uns belauscht haben, ich weiß nicht, ich habe mit dem Schlimmsten gerechnet. Tut mir leid, dass ich an ihnen gezweifelt habe. Okay, das ist irgendwie so... Also irgendwie scheint dieser Vince dann doch so ein bisschen zwielichtig zu sein. Was muss ich sonst noch über ihren Mann wissen? Vlesta ist wie alle jungen Dwellys. Man kann nicht mit ihm reden. Man kann ihn nicht einschüchtern. Man kann nicht an sein Herz appellieren. Ihn interessiert nur die rechtzeitige Lieferung. Und die Jagd auf alle Frauen, die nicht seine Frau sind. Wollen Sie sich deshalb an ihm rächen für etwas, das er Ihnen angetan hat? Ich habe keine Illusionen. Ich weiß, wen ich geheiratet habe. Er war ehrgeizig. Wollte den falschen Leuten gefallen. Aber ich dachte nicht, dass er so ein Monster wird. Er soll wissen, wie es ist zu verlieren und mit eingeklemmtem Schwanz nach Hause trotten. Wenn ich aktiv werde, könnte es sein, dass er es gar nicht mehr bis nach Hause schafft. Ich würde nicht um ihn weinen. Okay, das ist eine definitiv sehr zerrüttete Ehe, wie es aussieht. Also gut, diese Information. Wie viel wollen Sie dafür? Der Preis ist ein Ticket nach Berlin und genügend Kleingeld für ein neues Leben. So hatten wir es abgemacht. Berlin soll eine gute Stadt für Leute sein, die untertauchen wollen. Okay, ich gebe ihr jetzt erstmal die Fahrkarte. Hier, die Fahrkarte ist bereits bezahlt, unbegrenzt gültig. Sie können sofort abreisen. In Ordnung. Danke. Mein Mann hat einen Lagerraum neben der Palisade Bank. Der Code lautet 2565. Das ist das Herz seiner Operation. Ich hoffe, Sie finden, was Sie suchen. Okay. Sehr fein. Oh, hier liegen hier noch Teile? Oder war das nur die... Nee, das war nur die dumme Tonne. Schade. Kann ich nochmal mit dir reden? Rauchen ist übrigens... Sie haben die Informationen, um die Operation meines Mannes hochgehen zu lassen. Ja, Mädchen, aber Rauchen ist trotzdem ungesund. Das sollte man echt lassen. Tch. Lalala. Pupsa. Ja, hier liegen ja plötzlich Waffen rum. Wie seltsam. Was ist denn das hier für eine Ecke? Kamen die hier raus? Ja, klar. Die haben sich hier versteckt und haben gewartet. Was ist denn das? Okay. Das sieht auch irgendwie strange aus. Oh, was ist das denn hier Schönes? Ein Safe. Und er ist offen. Credit Chip. Gasgranate? Credit Chip nehmen wir mit. Was ist das? Neuroputz. Oh, geil. Ah, ich nehme mal die Gasgranate mit. Könnte man ja alles brauchen. Sehr fein. Okay, ich habe die fiesen Schläger ausgeschaltet. Ich habe Dopamila gerettet. Ja, wir können ja nicht zulassen, dass die arme Frau hier irgendwie umgebracht wird. So, machen wir ordentlich mal wieder die Tür zu. Wir sind nämlich brav. Ich finde die immer noch gut. Gut aufgeräumte Jungs. So, eine neue Samistad, wie es aussieht. Ah, hier geht es um die Palisade Bank. Und Eliza Kassan. Wer ist das wahre Gesicht von Pikes? Upsa. Jeder kennt Eliza Kassan. Dank der schlechten Neuigkeiten seit Jahren zumindest ein hübsches Gesicht haben. Das Sprachrohr dieser Mogulen der Falschinformationen von Pikes ist ein wertvolles Handelsgut im größten Medienzirkus der Welt und eine der bekanntesten Persönlichkeiten des Planeten. Da ist es doch seltsam, dass wir abseits der Kamera so wenig über sie wissen. Kassan litt nach dem Zwischenfall einen geheimnisvollen Zusammenbruch und verschwand so plötzlich aus der Öffentlichkeit, dass es sogar Spekulationen über ihren Tod gab. Sie kehrte später ohne jede offizielle Erklärung zurück und seitdem ist irgendetwas an ihr ein wenig komisch. Ist sie 2027 gestorben und Palkos beliebte Marionette nur eine Doppelgängerin? Vielleicht kennen wir Eliza entgegen unseres Eindrucks überhaupt nicht. Ja, da sieht sie so ein bisschen fertiger aus. Aber ich glaube, das habe ich schon mal vorgelesen, wenn mich jetzt nicht alles total täuscht. Zivilist? Noch jemand? Habe ich das Buch hier schon gehabt? Ja, das hatte ich hier schon mal. Hier war ich schon mal drin. Da bin ich mir sogar so ziemlich sicher. Die schläft hier vor sich hin, okay. Oh, hier liegt ein PDA. Krass. Noch eins. Okay, jetzt habe ich gleich zwei gefunden. Cool. Schauen wir doch mal. Letzter Ausweg. Wow. Von Mina Majerova. Nein, an Mina Majerova von Darko Sünek.
Mina, die Dealer sagen, sie verkaufen jetzt nur noch Neon. Angeblich ist das Neuropyzin-Geschäft tot, weil nicht mehr viele von uns übrig sind. Unsere einzige Hoffnung ist, dass Bonbon ihrem Apartment noch Neuropyzin gebunkert hat. 22 Zählen. Der Code für die Wohnung ist 0310. Boah, Alter, kann ich schon nicht mehr richtig lesen. Ich weiß, die Sache ist gefährlich, aber was bleibt uns denn anderes übrig? Darko. Okay, das ist interessant. Und Dobromila von Hitzgil Masepa an Alexandro Oravec. Brusilov hatte recht. Wir haben alle gehört, wie sie im Club mit diesem Freak gesprochen hat. Die Frage, ob sie eine Bedrohung ist, dürfte damit geklärt sein. Was auch immer sie weiß, ist zu viel. Du weißt, was nun zu tun ist. Okay. Da ist natürlich noch ein Häuschen, in dem ich Neuropozyn... Oh, Neonächte, das ist noch eine der Nebenquests. Alter Schwede, jetzt überfallen sie mich aber echt hier. Die Lara, die Dvalley-Operation, die Vince untersucht hat. Ich habe die Adresse eines Schmugglerlagers, das er gesucht hat. Vielleicht sucht er immer noch. Oder er hat es über einen anderen Weg gefunden. Diese Informationen. Woher haben Sie die genau? Von der Informantin, die Vince treffen wollte. Ich habe mich als Vince ausgegeben. Interessant. Ich hätte nie gedacht, dass Sie eine Rolle spielen würden, Adam. Ich nahm an, man kriegt, was man sieht. War wohl ein Irrtum. Jedenfalls habe ich eine Spur. Ich sag Ihnen, was ich rausfinde. Okay. So, ich habe mal einen Blick auf die Uhr geworfen und festgestellt, dass die Folge auch schon wieder ihr Ende erreicht hat. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß, vor allem an den ordentlich aufgeräumten Gangstern. Und beim nächsten Mal führen wir die Operation zu Ende. Ich will natürlich wissen, was es mit der ganzen Sache auf sich hat und was der gute Vince herausgefunden hat. Also, macht's gut, bis denn und tschüss.